Hey Leute, willkommen zurück zu Dino Crisis Teil 2. Wir haben letztes Mal die Gasmaske gefunden und können nun zurück in den Dschungel, glaube ich. Hier, in den Dschungel. Oh, wir müssen gar nicht mehr ballern. Das fand ich auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Das Schiff ist im Dschungel angekommen, im Dschungelgebiet. Wir haben rausgefunden, dass dieses Mädchen, was wir gefangen genommen haben und das uns entkommen ist, scheinbar Dylans verschollene Schwester ist, wie auch immer sie hierher gelangt ist. Aber es scheint so zu sein. Er hat uns da ein bisschen was erzählt aus seiner Vergangenheit. Naja. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz schauen. Wo muss ich denn hin? Ihr seht da unten das Missile-Silo. Missile-Silo. Da müssen wir jetzt, glaube ich... Oh Gott. Wie weit muss ich da jetzt rennen, sag mal? Nee, gar nicht weit, weil ich kann hier ja die Tür zerkloppen mit Reginas Waffe. So. Ja, sie hat den Elektrostab hier. Zip. Und jetzt können wir durch. Wunderschön. Dock Suspension Bridge. Muss ich da nochmal mit dem Elektrostab? Nö. Nö, nö, nö. Deswegen kann ich jetzt wieder die SMGs nehmen. Voll gut. Jetzt geht's los, die Ballerei. Und wir können zielen, während wir laufen. Das ist so gut mit den SMGs. Finde ich irgendwie... Also ich finde ihre Waffen ja besser als die von Dylan, muss ich sagen, ne? Die sind schon ein bisschen besser. Oh, oh. Oh. Ja, ja. Das ist so gut. Oh, oh. Oh, oh. Warum drehst du dich nicht dahin, bitte? Mädchen. Wie sie schießt halt, ne? Lustig. Okay. Oh, oh. Na gut, kein Kombo. Aber es müsste 2000... 6000! Wow, geil! Ich brauche jetzt gar nicht mehr so viele Punkte, aber was soll's. Mhm. Na komm. Gut. Oh Mann, das war knapp. Gut, das läuft. Wir müssen noch ein bisschen weitergehen, glaube ich, oder? Kann ich die nicht auch groß machen, die Karte? Natürlich kann ich die groß machen. Ja, ich muss weiter geradeaus. Ululu. Ja gut, kein Schaden bekommen zählt hier wohl nicht, weil ich zu wenig getötet habe. Ihr kleinen Kackviecher seid's wieder, ne? Ja, ja. Euch mag ich ja so gar nicht. Ja, ja. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Jetzt kann ich ja mit der Gasmaske da runter. Hoho. Ich hoffe mal, die zieht sie gleich auf. Ja, du hast die Gasmaske aufgezogen. Super. Super, super, super. Kommen da wieder diese komischen Blubbels? Die auf mich spucken. Meine Blubbel. Wo sind die Blubbel? Keine Blubbel. Ja, ich glaube, die Dinos, die halten das Giftgas auch nicht so ganz aus. Ihh. Was eben für Maden, du. Boah, guck mal, diese fetten Pilzsporen. Das ist ja voll lecker. Om nom 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 nom. Pilzsporen. Köstlich. Die Waste Disposal Chamber. Und sie hat die Maske ausgezogen gleich. Cool. Wo sind wir jetzt? Ah, das ist ein Speicherpunkt. Gut zu wissen, dann werde ich nämlich gleich nochmal ein bisschen Muni auffüllen. Ich meine, es reicht noch, aber... Nö. Zu viel ist nie verkehrt. Oder genau voll. So. Was? Select... So. Gut. Läuft soweit. Läuft. Was haben wir jetzt hier? Missile-Silo. Silo. Vielleicht können wir die ganzen Dinos ja doch auslöschen. Wäre zwar ein bisschen fies. Oh oh. So eine kleine Pandemie der Dinos. Fände ich jetzt nicht so prickelnd, aber... Wat mut dat mut, ne? Au, wolltest du mich gerade beißen? Ich hab mal präventiv Au gesagt. Ihr Spackos! Ne! Also die SMGs machen nicht viel Schaden, aber die halten mir die ganz gut vom Leib, ne? Guck mal, dieses Doppelzielen ist halt richtig gut.
Noch mehr? Noch mehr? Danke. Ja. Yeah. Okay, wo muss ich denn lang? Daneben geht's weiter. Oh oh. Au. Dreckviecher. Stirb. Oh Gott. Nicht beißen, ja? Schnucki. Oh oh. Geht's denn hier nicht raus? Alter Schwede, sag mal. Die Vögelchen, hä? Wie die Vögelchen hier. Oh nö. Jetzt aber gut hier, ne? Alter Schwede, jetzt reicht's aber mal. So, komm schnell runter hier. Ja, mach langsam, Regina. Nicht, dass du die Treppe runterfällst. So, 3300, immerhin. Guten Tag. Was haben wir hier? Der ist auch nicht besonders groß, dieser Control Room. Was ist das denn? Dieser hat Strom. Ja, wir operieren. Der Disk. Ich habe die dritte Energiedisk. Energiedisk. Müssen wir nicht benutzen. Ja gut, dann... okay. Ich kann nicht rein, wenn das Schild aktiviert ist. Was haben wir hier? Auch nichts. Hä? Ah, ich habe eine neue Dino-Fall gefunden. Der Gigantosaurus. Bedeutet große Echse, über 20 Meter lang und 7 Meter hoch. Aufzeichnungen. Es existiert ein Dinosaurier, der größer als der T-Rex ist. Ja, wunderbar. Solch ein Gerücht verbreitet sich unter den Soldaten. Die Forschung nach ihm begann vor 3 Jahren. Es gab bisher keine Sichtungen. Warum? Wie kommen die denn darauf? Trotzdem, letzten Sommer tief im Dschungel haben wir einen toten T-Rex gefunden mit riesigen Gebissspuren am Hals. Ja gut, vielleicht deswegen. Das Gerücht hörte nicht nur auf, ein Gerücht zu sein, nicht für eine Weile. Kampfnotizen. Es gibt nichts, das man weiß über seine Attacke, über sein Verhalten im Kampf. Es kann 2 Dinge bedeuten. Das erste ist, dass dieser Dinosaurier schlicht nicht existiert. Das zweite ist, dass jeder Soldat, der ihn bisher gesehen hat, gestorben ist und verschwunden ist ohne eine Spur. Soldaten, die sich von der Truppe entfernten, wurden zu 70% nicht mehr aufgefunden. Ihre Körper halt, ne? Man kann daraus schließen, dass wir den Fakt nicht ignorieren können, dass es einen größeren Dinosaurier geben könnte, der einfach Männer ganz verschluckt. Jeder, der ihn gesehen hat, lebt nicht mehr, um uns davon zu erzählen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Wie kann ich jetzt den Schild runterlassen? Wo muss ich denn überhaupt hin? Weiß ich gar nicht. Wo muss ich denn jetzt hin, Leute? Ich kann ja nicht durch die Tür hier. Gibt's noch mehr Dinos? Oh. Okay, das war das Ende vom T-Rex. Dylan, you scared me. I finally found the third energy data disk. Great. Now we can get out of here. I brought the patrol ship around behind the building. Come on, let's go. What? It's our Cyclops friend again. It can't be. The T-Rex is already... Attack on missile launcher confirmed. Activating emergency interception mode. Missile will launch in 10 minutes. Evacuate immediately. The computer's malfunctioned. This is not good.
Where's the control panel for the missile? It's inside the warhead. I'll go in and shut off the controller. You go ahead and evacuate. Okay. You be careful. Okay, jetzt wird's wohl ein bisschen kritisch, Leute. Eieiei, dieser Gigantosaurus. Ich habe 10 Minuten, um die Dinger zu deaktivieren. Aha. Und diese Energietanks kann ich nutzen, um den Gigantosaurus zu besiegen. Oh nein! Nein, nein, nein. Okay. Das war ganz schön knapp. Ja. Oh nein, nein. Steh auf. Steh auf, Regina. Muss ich die Flammenteile benutzen? Okay. Geht gerade ein bisschen schlecht, ne? Warum geht das nicht? Steh auf! Steh auf, Mädchen! Was? Bleiben wir das mit. Ja. Au! Au! Da brüllt er mich einmal an, ich fall um. Hast du so einen Mundgeruch oder was? Yes! Du Mistvieh. So kann ich ihn besiegen. Das hätten sie mir auch gleich sagen können, dass ich da erstmal anschalten muss. Au. Beiß mich halt. Du Saugesicht. Soll ich denn da rüberkommen, sag mal? Wow. Na komm. Yes. In your face. Control Terminal, damit kann ich das umleiten. Was? Close to the Emergency Interception Module. Okay. Okay, das Ding muss also aus sein. Oh, nee. Alter Schwede, steh auf jetzt. Das ist so nervig, das Teil. Ja. Was? Emergency Interception? Ich hab's doch... Es ist doch aus. Es ist doch aus, dieses Teil. Da muss ich beide einschalten. Alter Schwede, steh auf, Regina, steh auf, ich kann das Vieh gar nicht besiegen, oder? Also es kommt halt immer wieder, wenn ich es anflame. Well. Na guck. Da geht's nur wieder zurück an den Aufzug. Ich muss warten, bis es wieder. Ja. Ach, Kacke. Du Kackstift. Ja. Bist du doof? Da rennt's genau rein. Oh ne, komm, komm, komm. Müssen die beide aus sein, oder was? Nee. Oh Gott. Nee. Oh, ich glaube, ich hab's. 15.000. Wow. Krass, ist viel. Nicht ernsthaft, so ein bisschen Feuer im Face tötet das Ding. Okay. Na gut. Ist mir auch recht. Na komm, mach das Ding an. Ja. Ja, wir starten das Programm, machen den Strom wieder an. Oh nö, nicht sowas wieder. Nicht sowas wieder. Das mochte ich vorher schon nicht. Na komm.
dauert viel zu lang jetzt wieder. Wenn ich einen Fehler mache, wahrscheinlich alles von vorne. Nee. Nee. Hör auf jetzt. Na komm. Mach fertig jetzt. Oh nein. Oh nein. Oh wow. Aufhören. Ja. Geschafft. Komm schon. Noch 6 Minuten 30. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Was ist hier? Ja. Muss wohl. Gibt's keinen anderen Weg. Oi, oi, oi. Ja, klar, will ich. Was meinst du, warum ich das mache? Control Terminal für den Gefechtskopf. Sie können den Gefechtskopf öffnen. Ja, bitte. Oh Gott, jetzt muss ich hier noch was rumschalten, oder was? Das Unterbrechungsprogramm ist eingeschaltet. Machen wir. Deaktiviert. Das war knapp. Wir hatten ja nur noch 6 Minuten. Ja. Okay, war jetzt nicht so wild. Ich glaube, es ist vielleicht besser, die Rakete zu stoppen, als dass wir hier alles in die Luft jagen, oder? Wäre vielleicht nicht so geil. Oh nein. Dieses doofe Mistvieh. Was will das eigentlich mit so einem kleinen Happen wie uns? Da kannst du doch gar nichts mit anfangen. Ich meine. Attention. Missile destroyed. Warning. Warhead armed. Evacuate immediately. Na klasse, der Gefechtskopf ist noch aktiviert. Ja, das kann ja auch nicht schöner kommen, ne? Ja, erstmal shoppen gehen. Ich kaufe mal die Heavy Machine Gun, oder? Oder vielleicht doch den Raketenwerfer sparen. Macht halt 80 und hat 100 Range. Das Ding hier hat 40 Range. Na, das ist Quatsch eigentlich. Ist Quatsch. Kaufen wir uns mal die Heilung. Zip, zap. Magazine. Chargen wir auch gleich nochmal. Hätten wir jetzt eh nicht mehr so viel Geld gehabt, ne? Ja, ja. Okay, Tools. Oh, die EPS Gold Card. Super. Doubles, was? Ja, wahrscheinlich die Combo-Zähler. Gut, wir speichern, Leute. Ich würde auch sagen, ich beende das Spiel jetzt hier, den Part. Weil das lohnt sich wieder mal nicht. Ich wollte jetzt nicht mehr aufnehmen und deswegen, naja, hoffe ihr habt Spaß. Freue mich schon über die ganzen Kommentare. Danke für die Likes und sage bis zum nächsten Mal mit Dino Crisis 2.